Ja, Kontrapolik entwickelt sich weiter. Wir haben vor etlichen Jahren mal die 2,5-Tonnen-Klasse eingeführt, die wir gerade gesehen haben. Ja, die hat sich weiterentwickelt, ist immer teurer geworden. Das geht immer so eine ganze Klasse, geht immer so ein Gesamten hoch. Und dann wird es unheimlich schwer, den Anschluss zu kriegen, wenn andere Leute nach 10 Jahren Erfahrung haben, und dann da hinterher zu kommen. Ja, und dann geht es immer mit dem Verdor aus. Und die müssen neue Leute reinkriegen, wenn ich denen dann sage, ey, gib mal 50.000 Euro aus und mach mal 10 Jahre Erfahrung weg, dann sagen die nachher, mach mal alleine. Gut, und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt mal eine Klasse, die auf Dauer auch begrenzt ist und sich also nicht so weit entwickeln kann. Die ist jetzt nicht unbedingt dafür gedacht, dass sie auf den großen Veranstaltungen überall fährt, aber wir haben da auch viele kleinere Veranstaltungen mit Farmkollektoren, wo die, ich denke mal, einen guten Teil der Show machen können. Was wir jetzt gerade gesehen haben, war übrigens ein 400-Supersport, ne? Mit irgendwie Kupplung kaputt oder zu kleinen Gang oder so. Ja, gut. Jetzt haben wir erst in freie Klasse hier aus, wo kommt daher, Schwerin-Ecke, ne? Ja, her kommt der. Mit gut 1000 PS angegeben. Team gewesen und die Monster-Jungs haben eine Erklärung abgegeben. Das kommt aber gleich. Jetzt kommt erst noch einmal der Postbauer mit dem Stadio mit 1 Coronado und 1500 Fettkampfwert. Vom Bossbauer Scania 5000 Grill mit 1 Turbolader, 1500 Wettkampf-PS.